Welcome App Germany, ein Projekt der gemeinnützigen IT-Hilft GmbH. Kleidung und Erscheinungsbild. In Deutschland kleidet man sich vorwiegend dem Wetter entsprechend. Wenn es sehr kalt ist, sollten Sie sich mit dickeren Schuhen und warmen Pullovern, wärmenden Jacken und langen Hosen vor der Kälte schützen. Im Sommer kleiden sich die Menschen aufgrund der Wärme eher leicht und luftig, sodass oft Arme und Beine unbedeckt sind. Es gibt keine Vorschriften, wie man sich kleiden muss. Allerdings gilt es als obszön und sogar strafbar, wenn man sich vollkommen nackt in die Öffentlichkeit zeigt. Deshalb müssen auch in einem Schwimmbad die Geschlechtsorgane mit Badebekleidung bedeckt sein. Männer tragen in Schwimmbädern Badehosen und Frauen bzw. Mädchen Bikinis oder Badeanzüge, außer in speziell ausgewiesenen Nacktstränden. Andererseits gibt es ein Vermummungsverbot, was bedeutet, dass das Gesicht eines Menschen muss immer erkennbar sein muss. Das macht es von Masken oder Ähnlichem in Deutschland schwierig. Ein Beamter hat daher das Recht, eine Person aufzufordern, das Gesicht erkennbar freizulegen. Es ist erlaubt, Tattoos und Piercings in jeder erdenklichen Form zu tragen, solange man keinen anderen damit verletzt, zum Beispiel indem man ein Tattoo mit einem verbotenen Zeichen trägt. Grundlegend haben die Menschen in Deutschland die Freiheit, sich zu kleiden, wie es ihnen gefällt. Auch traditionelle Kleidung aus anderen Ländern ist hier kein Problem, solange sie den Verboten von Nacktheit oder Vermummung nicht widerspricht. Für die Arbeit und in der Schule sollte man, wie im Alltag, eher schlichte Kleidung wählen, die angemessen ist. Hierzu geben normalerweise auch die Arbeitgeber oder Lehrer Auskunft. In vielen Berufen gibt es Arbeitskleidung, die zum Schutz vor Arbeitsunfällen dient. Besondere Berufsgruppen oder Beamte erkennt man an Uniformen oder einer bestimmten Kleidung. Per Gesetz darf kein Mensch wegen seiner Kleidung beleidigt oder benachteiligt werden. Leider ist es aber manchmal der Fall, dass Menschen andere Menschen wegen ihrer Kleidung und ihrem Äußeren verurteilen,